Jarlan hatte sich ja bereits aktionsbereit in den Tong geschwungen, als er gesehen hat, wie du da zur Tat schreitest. Hat er seinen Knüppel schon halb zum Schlag erhoben. Als er sieht, dass du da im Grunde schon fertig bist, blickt nochmal hinab zu der Leiche, auf seinen Knüppel zurück, deckt ihn wieder weg. Nun, Ragnar, das hat ja funktioniert. Und du siehst, dass Ragnar auch ein wenig überrascht ist, dir dann aber zunickt. Die Keule in deiner Hand zittert noch ein bisschen. Ja, er würde dann auch. Hast du gerade deinen ersten Menschen umgebracht? Ich glaub schon, ja. Ah, und Taktierer gelten nicht als Menschen. Erinnert mich dran, dass ihr demnächst, wenn ihr mit Myriad trainiert, nur noch Rüstungen tragt. Ja, du siehst, dass Ragnar auf jeden Fall schweißgebadet da erstmal raus. Also sich hier an das Schießloch setzt und ein wenig von der salzigen Seeluft nimmt. Du siehst, dass er ein wenig schweißgebadet ist. Er sieht nicht begeistert aus. Dafür warst du zuständig, flüstert er dir zu und deutet dann auf den Karmagaddisten. Es ist doch erledigt. Was habt ihr? Ach, ich weiß auch nicht. Er schüttelt den Kopf, atmet nochmal schwer. Okay. Wenn ich ihr das machen könnt, was ich gerade hier mit diesem armen Mann gemacht habe, dann mit Belharion Manning machen könnt, dann weiß ich nicht, ob Rondra das so gut findet, aber ich glaube, Sex würde auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein. Rondra würde uns verzeihen und ihre schützende Hand über uns halten, so wie sie ihre Hand auch über die Renegaten hält, die in Maraskan und Hombrien gegen die Schwarzen Lande kämpfen. Würde ich hoffen. Du merkst, Ragnar atmet immer noch ein bisschen schwer, schüttelt dann aber den Kopf, schaut dir dann zu, wie du da die Rüstung an dich nimmst und anziehst. Oder was auch immer du machst. Na, erstmal kniet er sich nochmal über die Leiche. Bittet Rondra nochmal stumm um Vergebung für die Maßnahmen, zu denen man im Kampf gegen diese Bakterien greifen muss. Dann beginnt er ihm die Riemen aufzuschneiden. Was trägt er überhaupt für eine Rüstung? Der Rüstungsschutz ist 5. Das ist wohl eine. Lass mich jetzt nicht lügen, ich weiß gar nicht, ob das beschrieben ist. Das Fünf. ist eine sehr eigene Rüstung. Und wenn diese Menschen im Kampf Seite an Seite nebeneinander stellen, dann zusammen mit ihrer widerlichen Rüstung, Lederhelm, Lederwerkzeug, Lederrüstung, ist es hier kaum und gerade. Ja. Das ist wohl eine sehr verstärkte Lederrüstung mit Metallstrieken, die sich dadurch gelegt haben. Du kannst auch sehen, wie sie unter dem Klima des Dschungels wohl etwas leidet. Also sie hat an der einen oder anderen Stelle schon angefangen zu faulen, zu schimmeln. Die muss man wohl sehr oft ersetzen. Gerade bei dieser salzigen oder ja, allgemein sehr feuchten Luft jetzt hier in Meeresnähe. Aber ja, das ist eine sehr spezielle Art der Lederrüstung. Du kannst auch sehen, wenn du dann nach und nach die Riemen löst, wie sich wohl einige Widerhaken das Fleisch gefressen haben. Und ja, der Mann ist über und über mit Wunden versehrt, mit Narben, die er wohl aus vielen, vielen Kämpfen davongetragen hat. Ziemlich unwürdiges Ende für einen Krieger, so zu sterben. Aber naja, das ist der Lauf der Dinge. Den Helm kannst du nicht mehr benutzen, der ist verformt und du hast auch keine Lust, ihn da mit der breiigen Masse nochmal zu befreien, dir das auf den Kopf zu stülpen, dann auf deine Haare. Du hoffst einfach, dass du mit deinem verlorenen Auge auch als Krieger durchgehst, sodass da kein Karmorgardist noch irgendwelche Fragen stellt, wenn ihr dann gemeinsam durch das Tor schreitet. Überlegst noch, könnte man sich vielleicht ein bisschen Blut ins Gesicht schmieren oder so? Ja, zumindest kannst du dann die Rüstung komplett ablegen. Der Mann ist auch leicht tätowiert, irgendwelche Auszeichnungen, irgendwelche Legionen, denen er mal gestritten hat. Und dann ist die Rüstung vor dir. Ja, ich würde ihn tatsächlich dann noch nicht ausziehen, sobald ich diese Widerhaken bemerke. Erstmal ja, die bereits aufgeschnittenen Riemen offen lassen und Ragnar leise herüberwinken. Ja, Ragnar, helft mir doch mal. Wir binden ihn an das Seil und lassen ihn herunter. Wir müssen sowieso den Körper zumindest irgendwo verstauen, bis wir ihn begraben können. Dann nickt der Ragnar einmal zu und würde dann da die Knoten zubinden. Und dann machen wir uns daran, so schnell wie möglich, das Seil im Notfall halt fünfmal um ihn zu schlingen. Wir haben ja unsere 30 Schritt.
sodass es ihnen auf jeden Fall nicht fällt, und ihn dann an der Seite des Turms, an der Nordseite, ins hohe Gras herabzulassen. Magna würde da unter der Leiche mitgehen und versuchen, den von der Wand wegzuhalten, damit er keine unnötigen lauten Geräusche macht. Würfelt mal eine Fessel in den Fesseln. Oh. Beide oder einer? Einer, um ihn zu festzubinden. Lass mich das mal machen. Ja, aber gut, ich hab das nämlich nicht. Okay. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich die noch gesteigert habe. Ich meine, kann man da irgendwie Erleichterung für mehr Seil benutzen rausschlagen? Minus 3. Habt ihr noch Seil? Ja, hab ich heute Glück. Also, es ist ein neuer Tag, das heißt, du könntest ja nutzen. Würde ich gerne die 18 neu würfeln. 1, 2, 2. Das ist doch mal ein ordentlicher Wurf. Alles klar. Dann kannst du ihn fachgerecht verknoten. Und es fällt dir auch dann relativ leicht so verknotet mit den Sachen, die du da dir ausgedacht hast, dass er auch nicht ein einziges Mal gegen die Burg oder gegen die Turmmauer schlägt. Wird abgelassen in das hohe Gras. Durch einen einzigen Ruck oben wird dann die Verknotung gelöst und ihr habt das Seil wieder frei. Danach lassen wir uns natürlich, Ragnar ist ja schon unten, lässt Jarlan sich auch noch herab, nachdem er oben das Seil losgebunden hat. Muss jetzt also nur mit den Kletterhaken wieder an der Mauer herunter. Und wird sich auch, wenn er etwa einen Schritt hoch ist, vielleicht eineinhalb Schritt, sich eher herunterfallen lassen, als noch weiter zu klettern und riskieren abzurutschen. Wenn man da der Turm nicht so unendlich hoch ist. Möchtest du eine Kletternprobe sehen? Nee, bist du jetzt in diesem Fall egal. So. Gut, Ragnar. Sollten wir ihm die Rüstung jetzt abnehmen und mit uns tragen, oder sollten wir uns direkt hier verkleiden? Ich denke, wir sollten uns direkt hier verkleiden. Gut, hier im hohen Gras fällt wahrscheinlich auch die Leiche fürs Erste nicht auf. Ja, helft mir kurz hier abzulegen und diese widerlichen Haken zu entfernen. Ja, Ragnar wird dir dabei helfen. Geht das irgendwie, dass man diese Haken herausbricht, herausschneidet und nur von einfach zur Seite biegt? Ja, ihr dürft gerne mal auf Anatomie würfeln, wenn ihr wollt. Das habe ich nicht. Heilkunde Wundenerschwert um 5. Als Ausweis. Was? Ich würfel mal auf Heilkunde Wundenerschwert um 5. Beide oder nur eine? Ihr könnt auch gerne beide würfeln. Würfel einfach mal, ich habe da nur 3, aber... Spaß mir. Ragnar, die fällt auf, du kannst die Widerhaken nicht so entfernen, dass sie... sie sind zwangsläufig in das Fleisch integriert. Die fällt aber auf, dass sie an ganz besonderen Punkten sitzen, und zwar so, dass sie, in Nerven stechen. Das heißt, wenn Jarlan diese Rüstung anzieht, dann wird ihm das zwar SP verursachen, aber er ist bewegungsfähiger, trotz dieser 5er Rüstung. Ganz geschickt gemacht. Sie, genau an der richtigen Stelle schneiden sie ins Fleisch und das spornt dann einen Krieger an. Aua. Ja, man wird mal zu Jana meinen, also diese Rüstung ist ziemlich widerwärtig gemacht, aber wird wahrscheinlich eure Beweglichkeit verbessern. Ja. Das heißt, das ist extra so gemacht, damit man die Kampfkraft eines Kriegers erhöhen kann und hat der währenddessen noch eine Rüstung tragen kann, die so schwer ist wie diese hier. Ich denke, wir kommen nicht drum herum, dass du die so anziehst, wie sie. Blick dich lang an, dann nochmal genauso lang auf die Rüstung herab. Er murmelt irgendwas, du kannst noch das Wort Rondra hören. Ich will mal kurz eine Selbstbeherrschung. Dann nickt er aber einmal. Nun gut. Versuchen wir es erstmal mit diesen Armschienen. Hoffen mal, dass das geht. Und machst dich denn daran, ja. Du musst dich ein bisschen überwinden. Deine eigene Rüstung hattest du jetzt zurückgelassen, dementsprechend keine Behinderung. Und wenn du die Armschienen festzurren willst, merkst du, wie sich ein kleiner Dorn zwischen deine Elle und deine Speiche schiebt und sie so ein bisschen auseinanderdrückt. Es ist ein widerliches Ziehen, das Ziehen der Schmerz. Nicht so sehr groß, aber unangenehm, gerade im ersten Moment. Was man nicht tut im Dienste der Götter.
Er sieht gerade ein wenig glücklich aus, dass er der Gefangene ist. Gut, Ragnar, helf mir mal da hinten mit den Schnallen. Ja, ich würde sie dann versuchen, so sanft wie möglich zu drücken, dass da keine unnötigen Schmerzen bei verursacht werden. Ich würde ihm dann da auch den Rest der Rüstung noch bei anhelfen. Hm. Ihn immer wieder mitleidig und kopfschüttelnd ansehen. Jalan ist froh, dass seine Knappin Myria das jetzt nicht sehen muss, die sie, ja, die dir normalerweise in die Rüstung hilft und dass du jetzt auf die hoffentlich schweigsame Zunge von Ragnar vertrauen kannst. Auch die Beinschienen stechen dir in diesem Fall dann in die Wade von hinten also und auch da ziehst du wieder fest. Dann wird dir die Brustplatten werden dir angelegt. Du fühlst dich wie in einem schützenden Panzer, der dich allerdings von innen auffrisst. So zwickt es und piesackt es, gerade wenn du dich bewegst. Du bekommst 2 SP von der Rüstung, aber dann ist sie angelegt. Mhm. Wie war mein Maximum? Hier 33. Ne, 34. Also habe ich jetzt 32. Er hebt sich dann, macht einige vorsichtige Bewegungen, zuckt allenthalben auch mal wieder scharf zurück, als er den Schmerz spürt. Au. Gut. Ich würde mal Jalan von oben nach unten ansehen und mir überlegen, sieht er aus wie ein Karmat-Gardist jetzt? Wollte ich euch auch gerade fragen. Der Mann, jetzt wenn er sich erhebt aus den Schatten im nördlichen Turmes, oder im nördlichen Schatten dieses Turmes, sieht aus wie eine Naturgewalt. Gerade mit seinem herausgerissenen, rausgestochenen Auge. Was auch immer damals passiert ist, er redet ja nicht gerne darüber, aber er könnte einer dieser Krieger sein. Vielleicht seine Haare noch ein bisschen aufbauschen mit so einem Kamm oder sowas, dass sie etwas struppiger abstehen, aber wenn er grimmig guckt, du würdest echt Angst haben vor ihm. So könnte er zum Beispiel auf dem Schlachtfeld in der dritten Dämonenschlacht gestanden haben. Also ja, dann, falls das mit dem Ritter nichts mehr wird, könntet ihr euch als Karmat-Gardist bewerben, sagt man, um die Schmerzen von Jalan ein wenig abzulenken und lächelt ihm dann aufmunternd zu. Du wirst angeschaut, als würde er gerade dazwischen abwägen, ob er dich entweder in die Bucht neben euch schmeißt oder dich einfach direkt dem Karmat-Gardisten folgen lässt. Du siehst, dass Ragnar dir aufmunternd zunickt, dich anlächelt. Wenigstens hat er jetzt andere Gedanken. Er nimmt seinen Knüppel in die Hand. Und denkst schon, oh Gott, jetzt ist es soweit. Sämtliche Überreden, Einschüchterungsproben sind jetzt erleichtert um 5. Mhm, okay. Wie gesagt, du denkst dir, oh Gott, gleich ist es soweit, aber dann drückt er ihn die noch in die Hand. Ja, hier. Nimm den mal. Bückt sich herab zu dem Kammergardisten und erleichtert ihn um seine Seitenwaffe, sein Schwert, was auch immer er genau dabei hatte. Der Nachtwind. Ja, du merkst, als du Ragnar den Knüppel in die Hand drückst, zuckt er kurz ein wenig vor dir zurück. So als würde er wirklich Angst vor dir haben. Nickt dir dann immer nur zu. Und meint dann, Frage ist, wie machen die das hier mit den Gefangenen? Achso, oben stand noch ein Kurzbogen, den könnt ihr auch mitgenommen haben. Also auch der Kurzbogen ist die typische Waffe eines Karmat-Gardisten. Okay. Wird tatsächlich mitgenommen. Mhm, hab ich mir gedacht. Und schwenkt den Nachtwind ein paar Mal kurz durch die Luft. Er ist so reichlich kurz, aber hat einen sehr langen Griff. Du hast schon am Vortag gesehen, wie die Maraskaner die Nachtwinde führen. 2 Händen, obwohl es so sehr kurz ist, aber unglaublich grazil, tödlich geschwungen. Da kann man sogar durch die Rüstung durchstechen. Kann sie aber auch in einer Hand führen. Ja, wenn er ihn nimmt und einmal ein paar Stellungen durchgeht, die er normalerweise mit den anderthalb Händen annimmt, um sich ein wenig umzugewöhnen, schon mal an das leichtere Gewicht und die kürzere Länge. Erinnert es ihn doch sehr an Myria, wenn sie manchmal mit den größeren Schwertern einige Probleme hat und sie dann zweihändig führt. Gut. Also, ich nehme an, der Klatsch hat euch gesagt, oder hat uns Hinweise darauf gegeben, wie genau wir nun aus der Stadt und in den Tempel kommen. Nun, der Klatsch, hätte ich dem Klatsch verraten, dass wir als Karmat-Gardisten vergilt schleiten und dann aus der Stadt gehen, dann würde der Klatsch wahrscheinlich auch an andere Ohren rangetragen sein. Das heißt, hier sind wir auf uns allein gestellt. Wir sollten uns beeilen, bevor jemand bemerkt, dass hier eine Wache fehlt. Ich würde dann, wir haben ja bestimmt ein bisschen Seil dabei, würde dann einfach da zu ihm sagen, dass er das einfach ruppig rumbinden soll, den Knüppel da mit dir führen sollst und
ja, sag den Leuten an der Wache einfach, dass ich, keine Ahnung, irgendwas Aufrührerisches gemacht habe, irgendwelche Leute, irgendwelche Maraskaner dazu gebracht habe, dich anzugreifen, die du dann natürlich alle erstmal erschlagen hast. Nur mal ein Exempel an alle anderen, die ich vielleicht aufgerührt haben sollte, zu statuieren und würdest du mich morgen auf dem Marktplatz hinrichten. Irgendwie sowas erzählen. Helft mir mal kurz, wenn ich da so herumbinde, könnt ihr euch dann selbst befreien. Man merkt wahrscheinlich, dass du keine Ahnung hast, wie man Knoten machen soll, und meint, die lächelt dich einfach nur an und meint, ja, ich werde mich schon befreien können im Notfall. Man sollte meinen, nach einer Woche auf dem Schiff hätte ich mir ein wenig abgeschaut, aber ich war zu sehr bei den Ruderern unten beschäftigt. Man lächelt einfach nur und nickt dir zu. Nun gut. Dann lasst uns gehen. Wir nehmen das nördlichere der beiden Tore. Würde ich auch sagen. Und machen uns auf den direkten Weg. Wenn es jemand auffällt, weiß ich nicht. Schauen wir ihn an. Wo marschieren wir? Auf rechten Schrittes, also ich auf rechten Schrittes, eher hoffentlich eher geduckt durch die Stadt. Ich würde da auch ihm nochmal sagen, dass er mir ein, zwei Mal ins Gesicht schlagen soll. Ja, das wird mit Freuden getan. Ja, wie viel SP willst du austeilen? Nicht viel, 4. Full Damage. 4 SP? Ja. Ja, Ausdauerschaden, das dann zu vernachlässigen, das kannst du in der Zeit, während ihr dann wieder nach zum Nordtor geht, könnt ihr das dann ignorieren. Auf dem Weg dahin kannst du auch den ein oder anderen Kammergardisten sehen. Diesmal geht euer Weg nicht durch die Häuser oben und unten über die Plankengestege, sondern direkt durch den Matsch. Die Kammergardisten schauen dich auch an, nicken dir zu. Sie grummelt irgendetwas, freuen sich, lachen Ragnar aus. Irgendwelche Beleidigungen, die noch hinterhergerufen werden. Aber dir wird noch ein schöner Abend gewünscht. Und so wie sie das sagen, kannst du dir vorstellen, was sie mit schöner Abend meint, während sie Ragnar ansehen? Aber ja, Ragnar würde. Behelligt euch. Ragnar würde auch Tränen und Trotz weinen. Aber nichts sagen, weil man Angst hat, weitergeschlagen zu werden. Überreden. Lügen würde zählen, auch wenn es keine Lügenprobe ist. Nicht Schauspielerei, ich glaube, das habe ich so. Schauspielerei würde auch funktionieren, klar. Ja, gut. Nicht der beste Weiner. Das ist immer noch gelungen. Nee, ist nicht gelungen. Mit minus 2. 2, ja, okay, ich sehe es gerade. Wenn ich bemerke, wie das nicht ganz überzeugend rüberkommt, gebe ich ihm was zum Weinen und teile nochmal 2 SP aus. Sehr gut. damit werden auch sämtliche Fragen, du kannst sehen, wie sie kurz stehen bleiben, als Ragnar dann anfängt zu weinen, bleiben kurz stehen, drehen sich in eure Richtung, dann schlägst du nochmal mit aller Wucht deines Plattenhandschuhs zu und die Sporen bohren sich nochmal unangenehm in die Nase und Ragnar spürt, wie sich ein paar Knorpel in deiner Nase verschieben. Blut strömt dann aus ihr raus und dann ist die Tarnung perfekt. Ragnar weint jetzt wirklich. Klappe zu da hinten, weiter geht's. Ja, kommt ihr zum Nordtor. Hier könnt ihr sehen, ich weiß gar nicht, sind die halt freigegeben? Ja, sind sie. Oben im Turm sitzen jeweils drei Leute, das heißt hier 3 und da 3. 2 stehen hier am Tor und 2 auf der anderen Seite der Brücke. Das heißt, wenn irgendjemand von außen oder von innen kommt, wird sämtlicher Widerstand wird einfach zerschlagen. Das heißt, man kommt weder von innen noch von außen rüber. Als Reisbauern natürlich, vielleicht nicht um diese Uhrzeit, aber wenn du dann nachts um 12:30, 1, schaust nochmal nach oben in den Mond, kannst du es nicht genau sagen, da durchgehst und dann einfach diesen Widerständler gefangen genommen hast, die anderen wurden einfach erschlagen, lachen sie ebenso wie die Wachen, die Patrouillen dir zu, öffnen die Tore für dich und lassen dich passieren, wünschen dir viel Spaß. Ich nicke dem einen oder anderen grimm zu, wenn er so aussieht, als würde er eine Antwort erwarten. Vermeide es, allzu viel zu sagen. Dann geht es Straße entlang, stark nordwärts. Einzig eine Palisadenfestung trotz diesem Dschungel. Als Boran 1020 Bosbarans Fall durch den Verrat seine Verteidigung fallen ließ, rief Belharion Menning an dieser Stelle die Macht Xarfais heran. Bei dem Ritual opferte er gleich ein Dutzend Templer, die ihre Seele verloren, und Belharion Menning selbst trat einen weiteren Schritt in Richtung der Niederhöllen ein.
mitten im Lager. Der Belager brach aus dem Boden ein ölig schimmernder Obsidianfelsen hervor, die Speerspitze Xaphais. Dem Hemandu ist dies der wichtigste Kultort der Bluttempler. Und so ist auch hier eine Hand der Ordensritter stationiert. Ihr könnt den ölig schimmernden Felsen nach oben gehen und seht die hier erbaute Burg. Eine sehr trutzige Festung, die zwei Eingänge aufweist. Ihr könnt euch für einen entscheiden, links oder rechts. Denir, Ragnar, das ist unser Ziel. Ja, Ragnar mit seinem tränenverwischten, dicht aufgequollenen Augen, aufgequollener Nase, schaut dich nur an, befreit sich dann auch von den Fesseln und meint, ich hoffe... Achso, ihr seid jetzt oben alleine. Wenn du dich von den Fesseln befreist, kannst du natürlich auch wieder den Weg über die Burgfeste selbst antreten. Das heißt, dann müsst ihr auch nicht von links oder von rechts kommen, sondern könnt auch direkt in die Burg hineinklettern. Das geht natürlich auch. Was haltet ihr davon, wenn ich euch anbringe, euch als Gefangenen ausgebe und behaupte, dass ihr vielleicht Informationen über eine größere Verschwörung habt und der Kriegsherr, der Hochmeister, dies vielleicht wissen möchte. Vielleicht können wir ihn damit aus seinen Gemächern locken. Der Kriegsmeister ist sich dafür doch, na obwohl. Aber müssten wir als Kamrat gerade das nicht eher an die Königin bringen und nicht an den Belharion Manning? Vielleicht ist die Königin aber ja dabei ja auch impliziert. An der Intrige? Oh, das könnte natürlich... Ihr seid gut, Jalan. Er lächelt dir zu. Das habe ich so gar nicht überlegt. Könnten sie gegeneinander ausspielen. Aber ich weiß nicht sonderlich viel über die Königin von Maraskan. Darüber hätten wir es vielleicht ein wenig schlauer machen sollen, verdammt. Wir sollten es bei vagen Andeutungen belassen, so dass der Drang in Belharion stark genug wird, das doch selbst herauszufinden. Aber die Sache ist, wie werden wir Belharion dann erschlagen? Mit dem Schwert in der Hand natürlich. Also ihr wollt jetzt da in den Tempel, in Sanktum des Mordbrenners, jenseitigen Mordbrenners und wollt den Mann aufwecken und ihm dann Informationen geben und ihn dann einfach vor seinen Leuten erschlagen, oder wie? Ist Wenn ihr das so sagt, klingt es ein wenig tollkühn. Es klingt nicht nur tollkühn, sondern auch ein wenig dumm, wenn ich es so sagen darf. Meine Idee wäre, wir schlagen den fexischen Weg ein. Ich meine, der oberste Erlapaktierer, den es je gab und je geben wird, will ich hoffen, hat ja wohl sein Recht verwirkt, in der Hand zu sterben. Wenn sogar so ein armer Mann, der nur für ihn dient, man deutet mal auf deine Rüstung, schlagen wird im Schlaf, dann sollte das, beziehungsweise während seiner Wache, dann sollte Belharion Manning nichts Netteres erfahren. Meine Idee ist, wir schleichen uns hinein, suchen das Schlafgemach des Belharion Mannings und erschlagen ihn im Schlaf. Kein wirklich göttergefälliger Weg, aber Belharion Manning ist ein göttertreuer Mensch, das heißt, er hat sein Recht auf Götter, auf göttertreues Recht und dergleichen verwirkt. Meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, dann... Da habt ihr recht. Was schlagt ihr also vor? Wir klettern über die Mauer? Nun, ich habe mich schon ein wenig schlau gemacht. In dieser Burg befindet sich immer eine Hand. Eine Hand sind 5 Leute. Das heißt, diese Burg wird zurzeit von 6 Leuten bewohnt. Vielleicht auch mehr, wenn Belharion Manning mit einigen Leuten hier ist. Und jedenfalls, meine Idee wäre es, es sind nicht viele. Das heißt, wenn sie einzeln patrouillieren, oder wahrscheinlich sind heute nachts gar nicht so viele Leute wach, weil niemand mit einem Angriff rechnet, sollten wir vielleicht dort einbrechen und versuchen, falls dort irgendjemand patrouilliert, ihn zu überrumpeln, zu erledigen und dann Belharion Manning Schlafgemach zu finden. Und wie gedenkt ihr das zu finden, sobald wir erstmal drin sind? Nun, Text steht uns frei. Er lächelt dir zu, zwinkert dir zu.
Und meint dann, zuckt er nur mit den Schultern, ich bin kein Burgbauer, aber ich denke mal, das Schlafgemach wird irgendwo im Erdgeschoss sein. Also ich hoffe es. Wenn nicht, dann müssen wir halt die gesamte Burg durchsuchen. Und wenn dies eine von göttertreuen Menschen erschaffene Burg wäre, wäre ich mir auch sicher, dass wir das Schlafgemach schnell finden können. Aber ich weiß nicht, was uns darin erwarten wird. Ich leider auch nicht. Aber wir sollten nicht in den Keller gehen, er lächelt dir zu. Vermutlich nicht. Da sind immer die schlimmsten Kreaturen. Da werden auch immer die finsteren Rituale durchgeführt. Glaub dem Geschichtenerzähler. Er zwinkert dir nochmal zu. Ja, ich bin schon gespannt, den Artikel über dieses Usarenstück im aventurischen Boden lesen zu können. Als ich es nicht schaffen sollte, er schaut dich jetzt ernst an. Dann sagt bitte meiner Familie in Gareth, dass ich für einen hehren Zweck gestorben bin. Als ihr hier sterbt, bin ich schon lange tot. Vorwärts. Okay, vorwärts. Ninja-mäßig. Gut. Es gibt insgesamt 2 Eingänge, sagst du? Richtig, genau. 2 Eingänge und die Burgmauer. Ich würde sagen, wir gehen über die Burgmauer. Die Mauer, die Palisade. Ja, umso einfacher. 10 Schritt. Keine Palisade, wie gesagt, eine Burg, die jetzt hier oben auf diesem ödigen Obsidianfelsen erbaut worden ist. Ich kann dir den Kriegsnebel jetzt leider nicht. Ja, doch, ich werde mal ein bisschen von dem Kriegsnebel freigeben. So. Steuerung F. Das hier sind die beiden Eingänge. Ihr steht jetzt irgendwo im Süden von hier und könntet dann das weitere Nebel freigeben, damit ihr dann die Burgmauern seht. Oh Gott. Ja, ne? Wisst ihr, Ragnar, wenn doch nur 5 Mann in dieser Burg sind, plus eine etwaige Leibwache von Balarion, könnten wir die nicht alle nach und nach ausschalten? Wenn sie Alarm schlagen, was sie tun werden, während wir uns wahrscheinlich prügeln. Sie werden ja erstens nicht alleine rumlaufen, nehme ich mal an. Und ich weiß auch nicht, wie groß die Begleitung von Belharion Manning ist. Kann ja sein, dass der hier mit 20 Blut-Templern unterwegs ist. Weiß ja nicht, keine Ahnung, jetzt tut mir die Schuld. Ihr wisst, dass zumindest tagsüber in der Stadt um die 100 Leute herumlaufen. Und die 100 Leute sind zumindest nachts nicht in der Stadt. Zumindest nicht alle, nur die nötigen Leute, die hier auf den Wachtürmen positioniert sind. Achso, diese Bluttempler jetzt? Naja, also wir haben hier nicht nur die Rote Hand, sondern wir haben hier Bluttempler, wir haben hier so ziemlich das Ganze an Power, was die Belhalhar-Kirche eben in Boran aufbauen kann. Weil die werden dann nicht unbedingt in der Stadt schlafen. Ach so. Es gibt dann noch das Samthaus, aber da ist dann eben auch Platz für 100 Leute. Ja, ich habe das gerade eben falsch verstanden. Ich dachte, da wäre immer eine Hand drin, also 5 Leute. Mindestens. Aber wenn es die rote Hand ist, das sind dann natürlich, können ja deutlich mehr als 5 Leute sein. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, was die rote Hand ist. Ja, also ich würde ja 150 bis 200 Soldaten passen da ungefähr rein. Da sind doch nur 3 drin, oder? Wir haben was vor. Während ihr in dem Schatten verborgen, steht und dann links oder rechts guckt, könnt ihr wohl erkennen, dass an den Eingängen auch Zans angebunden sind. Die stehen da und ihr könnt sehen, wie sie auch in eure Richtung blicken. Ihr seid im Schatten verborgen, aber ja, wenn so ein Zand eine Sicht hat auf die Welt, die andere Menschen nicht teilen, könnt ihr sehen, wie die glühenden Augen euch anstarren. Und zwar links und rechts. Das heißt, ihr könnt dann auch sehen, wie dann hier im Fackelschein ein Bluttempler steht, ist da angelehnt, raucht gerade irgendein Rauschkraut, was er sich reinpfeift und der Zand ist hier einfach angebunden und starrt euch an. Auf der anderen Seite könnt ihr zumindest zuerst keine sehen, aber wenn ihr dann weiter um die Burg herumgeht, könnt ihr da dann auch noch weitere sehen, die dann im Burginneren irgendwo noch angebunden sind, also links und rechts sind da die Zands. Darüber kommen wir nicht rein. Lass uns hier an die Seite ausweichen. An die Seite? Geh mal so ein bisschen nach links an die Burgmauer heran. Hochklettern, ja. Das war auch meine Idee. Erstmal aus dem Sichtfeld der Dämonen, Daimonien. Man weiß das ja nicht so genau.
verschwunden ist. Diese Kreaturen machen mir Angst. Was sollten sie? Sagt, kämpft ihr mit der Kraft Rondras? Dann kommt man auf dein Schwert. Ich habe gehört, die Geweihten geben den Auserwählten einen Segen auf ihre Waffe, dass sie solche Wesen, diese Dämonen bekämpfen können. Das tun sie zuweilen, aber es gibt nicht mehr unbedingt viele Rondra-Geweihte, die bereitstehen, um solche Segen zu verteilen. Die meisten sind entweder gefallen oder noch im Kampf. Ja. Viele Tempel in meiner Heimat stehen leer. Man nickt dir zu und würde nicht sehr begeistert aussehen, aber hey, jetzt bin ich schon hier. Gut, lasst mich diese Rüstung ablegen. Mit seinem Knüppel bewaffnet, fühlt sich bereit. Ja, lasst mich diese Rüstung ablegen, vielleicht können wir sie drinnen wieder anlegen. Und wenn wir sie mit einem Seil hinter uns herziehen. Aber erst einmal müssen wir diese Mauer bezwingen. Genau. Ja, und so beginnt wieder das Hochklettern. Wieder so leise wie möglich. Gut, ihr kennt das Spiel. Klettern und... Ja, wenn ihr schleichen wollt, schleichen. Klettern wieder erleichtert um 3 wegen Ausrüstung. Genau. Die Ausrüstung vom... Hast du eigentlich... Die Ausrüstung vom... Von der Kammergarde wird dann wieder ausgezogen und nachträglich nach oben gezogen oder vorher schon, wenn einer das oben ist? Das muss, ich kann keine, 4 Punkte Behinderung beim Klettern ertragen. Hab ich schon gedacht. Wieso 4 jetzt? Ach ja, doch, stimmt das, ne? Ich möchte ganz gerne einen Schicksalspunkt einsetzen. Ja, für beides, für die 17. Kann ich beides neu werfen oder muss ich den ganzen Wurf neu werfen? Wenn du 17, entweder ganz oder 1. Wenn du 17 neu würfelst und unter 15 würfelst, dann Ja, du hast recht. Ich würfel nur die 17 neu. Wow. Ich glaube, jetzt hast du es gerade nicht geschafft. Warte, ein Punkt. Nee, doch, du hast es gerade so geschafft. Dann schlägst du ab und zu mal mit deiner... Ja, mit deinem Unterrock. Nee, wie läufst du rum? Mit dem Seidenstoff von dem Maraskaner, ne? Genau. Geschlichen bin ich. Mal gegen die Mauer. Es ist zwar leise, aber blutige Schramme, die du dann zuziehst, direkt über deiner Stirn. Du hast vielleicht für 2 SP noch ein bisschen mehr Tarnung für dich als Kamortgott ist liefert. Aber weitere 2 SP, die du bekommst durch das Gegenschlag gegen diesen scharfkantigen Tempelstein. Dann steht hier oben auf der Burg und könnt nach einigen Schritt über das Dach in den Innenhof blicken. Versteckt. Wir haben natürlich vorher die Rüstung zu einem Paket verschnürt und unten an unser Seil angebunden. Ich spähe jetzt über die Mauer und mache mir Gedanken, ob es möglich ist, die hochzuziehen, ohne Lärm zu machen. Das habt ihr dann so gemacht, dass Ragnar vorgeklettert ist, hat dann das Seil wieder runtergereicht, du hast dann das Paket geschnürt und nach oben ziehen lassen. Und dann bist du als letztes geklettert, nachdem deine Ausrüstung schon oben war. Das geht auch, ja. Ja, ich meine, prinzipiell hätte man ja einfach das schnüren können und man kann ja trotzdem an den Seil hochklettern, während das da hängt und das Paket unten dran hängt. Aber das sind Spitzfindigkeiten, die jetzt gerade nicht wichtig sind. Ja, genau. Ihr geht dann über das Dach in Richtung des Innenhofes und könnt da dann im Schatten liegend sehen, wie dort auf einem kleinen Innenhof eine Kreatur steht, die allen natürlichen Dingen trotzt. Teilweise sieht sie aus wie eine plumpe bornische Kartoffel, dann wohl proportioniert wie ein aranischer Windhund. Sie dreht und wendet sich, sie verformt sich, aber die Warzen bleiben immer dort. Ihr könnt so etwas sehen wie Vogelbeine, schwefelgelb und einen scharfen, grausamen, messerscharfen Schnabel. Warzen, die es bedeckt. Der ganze Dämon verändert sich.
streckt seine Beine, bildet neue Greifarme aus, verliert die. Das ganze Protoplasma ist. Es passt hier nicht hin. Ein Schruf. Was bei allen 12 Göttern? Ragnar, seht ihr das? Ja. Ragnar sieht so aus, als würde er sich gleich in die Hose machen. Ich glaube, da sollten wir nicht lang gehen. Ein unablässiges Kreischen, was aus dem Schnabel dieses Wesens dringt und euch in Mark und Bein fährt, euch allen Mut aus den Knochen zieht und euch zweifeln lässt an der Gnade der Götter. Wie kann Praios oder wie kann Rondra es dulden, dass eine solche Kreatur permanent in diesem Insanktum lebt? Wie können sie dieses Sanktum existieren lassen? Schnell hier rüber, dass wir es nicht mehr sehen müssen.